Guten Morgen, mein Name ist Elisabeth Wolf von Artissimi. Ich bin Fremdenführerin in einer der schönsten Städte der Welt, nämlich Wien, und möchte Sie heute auf einen kleinen Spaziergang durch die Innenstadt begleiten. Dabei zeige ich Ihnen einige meiner liebsten Orte, Blickwinkel und Besonderheiten, denn das sind meine persönlichen Energiebringer. Auch wenn es für manche traurig ist, ich freue mich besonders, dass im Moment die Stadt so leer ist, und lade Sie ein, das auch selbst auszuprobieren. Hinter mir unser Wahrzeichen, der Stephansdom. Wir befinden uns hier in der Singerstraße, und das ist gleich einmal einer meiner Lieblingsblicke auf den Stephansdom. Bleiben Sie dran. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen einen meiner allerliebsten Innenhöfe. Singerstraße 7 ist das Geheimnis, an diesen schönen Ort zu kommen. Es handelt sich hier um einen ehemaligen Ritterorden, den Deutschen Orden, heute ein katholischer Orden. Der Ort ist deshalb so besonders charmant, denn er wird vom Messner täglich gepflegt. Besonders im Frühling kommen jetzt die Blumen heraus. Hinter diesem Gitter befindet sich ein wunderschöner barocker Saal, ein sogenannter Sala Terrena, und alles, was Sie hier sehen, ist wirklich alt. Wir filmen hier jetzt schon einige Minuten und es ist noch kein einziger Mensch gekommen. Hinter mir eine wunderschöne barocke Statue. Es handelt sich hier um eine heilige Katharina. Die kann man gut erkennen mit ihrem Rad. Also sollte es unter Ihnen eine Katharina geben, dann können Sie hier Ihre Namenspatronin besuchen. Was gibt es hier noch? Großer Geheimtipp, es gibt hier auch ein Gästehaus, und wenn Sie Glück haben, bekommen Sie sogar ein Zimmer mit Blick auf den Dom. Es gibt hier eine wunderschöne alte Kirche mit original Ritterschwurschildern, und ein absoluter Geheimtipp ist die Schatzkammer. Sie wird sicherlich auch bald wieder geöffnet sein, und eines der Prunkstücke ist eine von drei noch existierenden Natterzungen-Kredenzen. Berühmte Bewohner gab es hier. Der berühmteste, Wolfgang Amadeus Mozart. Zum Beweis haben wir hier das Schild, und Sie werden sehen, lang war er nicht hier. Warum? Er hat hier seinen Job verloren. Wenn Sie darüber Genaueres wissen wollen, dann empfiehlt es sich, auf eine meiner Touren mitzukommen. Zauberhafte Innenhöfe. Jetzt sind wir in der Blutgasse, Zugang Singerstraße 11. Wieder ein wunderschöner Innenhof, diesmal ein relativ großer Innenhof. Der sogenannte große Fähnrichshof. Auch hier gibt es sehr viele Geschichten zu erzählen. Im Frühling, würde ich aber sagen, ist ganz besonders bewundernswert diese schöne große Platane. Sie ist schon sehr, sehr alt und ist ein sogenanntes Naturdenkmal. Das ist das berühmte Blutgassenviertel. Faszinierend, es hätte diese Serie an Innenhöfen vor einigen Jahren abgerissen werden sollen. In den 60er Jahren gab es eine Initiative des Denkmalamtes, und man hat das damals komplett renoviert. Normalerweise befinden sich hier in der Blutgasse sehr, sehr viele Menschen, denn hinter mir ist das Mozart-Museum. Und auch das etwas ganz Besonderes, dass diese Gasse im Moment komplett leer und still ist. Hinter mir die Franziskanerkirche.
darüber, über dem Hauptportal, thront der heilige Hieronymus. Ich habe gerade geschaut, die Kirche hat geöffnet und besonders für die Kids und Teens gibt es hier ein Ratespiel. Am Hauptaltar befindet sich eine Madonna und die hat eine Hacke im Kreuz. Schauen Sie mal, ob Sie die finden können. Wir sind hier in der Ballgasse. Diese ist nicht nach den Tanzbällen benannt, wie vielleicht manche glauben, sondern nach dem ältesten Ballhaus Wiens, dem Ballhaus auf der Dacken. Es war ein Spiel, ein Vorläufer des Tennis, wenn man so sagen möchte. Auch diese Gasse ist normalerweise überbevölkert, in letzter Zeit vor allem von Touristen. Und auch das ein Geheimtipp. Wie Sie sehen, wir sind auch hier in dieser Ballgasse alleine. Früher gab es ja noch keine Straßennamen und Hausnummern, sondern vor allem in der Innenstadt wurden die Häuser nach Zeichen benannt. Hier zum Beispiel ist das Haus zum alten Blumenstock und wie Sie gerade gesehen haben, wurde von dem dann auch sogar der Straßenname in späterer Zeit übernommen. Sie sehen schon, mir fällt die Decke nicht am Kopf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Wien Energie, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Ihnen spazieren zu gehen. Ich hoffe, dass ich Sie inspirieren konnte, auch selbst auf Entdeckungsreise durch diese wunderschöne Stadt zu gehen. Mehr Tipps finden Sie auch auf meiner Website www.atissimi.at und in jedem Fall wünsche ich Ihnen für die nächste Zeit alles, alles Gute. Vielen Dank und auf Wiedersehen.